Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück und ich erfülle heute mal Wünsche. Viele von euch haben mich gefragt, ihr erkennt es wahrscheinlich hier schon. Kannst du mal ein Video zum Blood Bowl Team Manager, das Kartenspiel, machen? Es ist nämlich so, in letzter Zeit ist das Spiel wohl in aller Munde. Der Seljuk hat mir das geschenkt im Oktober, vergangenen Oktober 2019. Und seitdem ist es mein meistgespieltes Spiel und jeder, mit dem ich das gespielt habe, ist sofort auf die Suche gegangen, sich das ganze Ding irgendwie zu kaufen. Vorweg erstmal eine schlechte Nachricht. Blood Bowl Team Manager, das Kartenspiel vom Heidelberger Spieleverlag. Die Lizenzen bei Fantasy Flight sind ausgelaufen mit dem ganzen Warhammer-Kram. Deswegen gibt es das nicht mehr. Blood Bowl spielt quasi im Warhammer Fantasy-Universum. Das heißt, wir haben Zwerge, Elfen, Orks und Schlag mich tot. Die ganzen Konsorten sind auf jeden Fall alle hier drin verhandelt. Und wir haben da halt eben ein Football Team und mit diesem Fantasy-Football-Team kämpfen wir gegeneinander in verschiedenen Spielen mit mehr oder weniger unfairen Mitteln. Da passiert es auch schon mal, dass einer verletzt wird und so weiter und wir anfangen zu betrügen und alles drum und dran. Sehr, sehr, sehr lecker. Ein übelstes Schmackofatz-Spiel, kann ich euch nur sagen. Deswegen bekommt ihr es auf dem Gebrauchtmarkt wirklich nur zu horrenden Preisen. Die Sudden Death Erweiterung gibt es vereinzelt noch original im Handel zu kaufen. Das Grundspiel nicht mehr, müsst ihr den Gebrauchtmarkt bemühen. Und die Foulspiel-Erweiterung ist eigentlich zu normalen Preisen überhaupt gar nicht mehr erhältlich. Vielen Dank nochmal hier an den Boris, der mir das ganze Ding geschickt hat, original verpackt und sagt, Digga, ich unterstütze dich hier mit den Videos, die du machst und jetzt kann ich dir mal was Gutes tun und hat mir eine Foulspiel-Erweiterung geschenkt und jetzt ist das ganze Ding komplett. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Mit dem Grundspiel könnt ihr 2 bis 4 Spieler spielen. Wenn ihr die Sudden Death Erweiterung nimmt, könnt ihr auch mit 2 bis 4 Spielern immer noch spielen. Die V-Spielerweiterung erhöht das ganze Ding auf 5 Spieler. In der Theorie könnt ihr das Spiel aber mit wesentlich mehr Leuten spielen. Wir haben es auch schon zu 7 gespielt, weil es letztendlich eigentlich nur durch die Anzahl der Teams limitiert wird. Und im Grundspiel sind 4 drin. Dann gibt es nochmal 4 Teams in Sudden Death und es gibt nochmal 4 Teams oder 3 Teams im Sudden Death und 3 Teams, ja genau, es gibt 6 Teams im Grundspiel, 3 im Sudden Death und 3 im Foulspiel, glaube ich. Irgendwie so können wir uns auf jeden Fall gleich nochmal ganz in Ruhe angucken. Ja, ihr seht schon, ich habe hier eine richtig geile Playmat mir an den Start bringen lassen, eben weil ich das ganze Ding so oft gespielt habe, ich mir gesagt, komm, pass auf, ich mache mir hier vernünftiges Inlay rein und ich mache mir hier eine vernünftige Spielmatte. Die habe ich mir bei Deep Cut Studios drucken lassen in der Sammelbestellung. Preis war, glaube ich, 20 Euro plus Versand. Die File dazu findet ihr auf jeden Fall auf BoardGameGeek. Da kann ich auf jeden Fall den Link unten nochmal reinstellen. Da könnte ich das ganze Ding saugen. Es gibt da eine für 4 Spieler und eine für 5 Spieler. Die erkennt ihr einmal am Dateinamen und einmal sind hier 1, 2, 3, 4 Highlights. Das sind quasi die Spiele auf der 4er-Matte drauf. Auf der 5er sind einfach 5 Highlights drauf. Die Spielmatte ist schon angepasst für alle Erweiterungen. Alles zip und zap ist hier quasi mit dran. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz mein Inlay. Mein allererstes Inlay, was ich gebaut habe. Und zwar, seht ihr schon hier, habe ich mir das von Folded Space Gold. Direkt vorweg, in der V-Spielerweiterung gibt es noch so Stadien, die passen leider hier irgendwo nirgendwo rein. Deswegen habe ich mir in den Deckel hier einfach noch einen Briefumschlag reingeklebt und mir hier die Stadien einfach reingemacht. Seht schon, bei den verschiedenen Spielen könnt ihr die quasi reinlegen und dann könnt ihr quasi damit zocken. Ich hoffe, das geht von der Reflexion, weil ich die ganzen Dinger jetzt gesleeved habe. Ich habe es tatsächlich gesleeved, ich bin ja kein Sleever und habe mir das ganze Teil trotzdem jetzt irgendwo gesleeved. Und das Inlay gebaut, mein erstes, um wieder auf den Punkt zu kommen, von Folded Space, hat irgendwie 17 Euro gekostet. Habe mir Bastelkleber genommen, habe mich hingesetzt und es war wirklich easy, alles so zusammenzubauen. Man kann hier so ein paar Sachen rausnehmen, ich habe hier so ein paar Token Trays. Insgesamt gibt es mehr Token Trays da drin, als man bräuchte. Wenn man sich dieses Inlay kauft, man kann sich das so ein bisschen zusammen kombinieren. Ich habe hier ein hohes genommen, habe hier ein so ein mittelhohes genommen und habe ein so ein höheres schmales genommen und noch eins von denen hier. Ich zeige hier nochmal kurz hier rein. Einmal hier, seht ihr schon den Höhenunterschied hier.
Hier und hier. Gut. Die Counter in der Mitte, die passen alle wunderbar hier rein. Und für die Karten müsst ihr mal ein bisschen schauen, wie ihr es irgendwie am besten macht. Ich habe mir hier einen Trenner gemacht für die zwei kleinen Karten und die anderen sind hier die großen. Welche Sleeves ich benutze habe, ist vielleicht noch ganz wichtig. Ich habe hier einmal die Dogs Magic Standard Premium Sleeves. Die benutze ich super gerne. Maße 57 mal 89 sind das hier. Die benutze ich auch für mein Kingdom des Monster und so weiter und so fort. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und habe dann hier von Dogs Magic die 51 mal 63 mm Sleeves, die Mini American Premium. Wenn ich Sleeve, dann mache ich nur Premium, weil alles andere fühlt sich irgendwie so räudig an. Die Sleeves, die ich hier rumgemacht habe, müsste ich jetzt nochmal gucken. Ich schreibe es in die Videobeschreibung ran. Wenn nicht, erinnert mich bitte in den Kommentaren mal ganz kurz, dass ich da noch reinfüge. So, ja, ich würde sagen, ich baue das ganze Spiel einfach mal kurz mit euch zusammen auf. Das sollte nach dem Inlay ja recht schnell gehen. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Das machen wir einfach jetzt mal kurz zusammen. Das ist zum ersten Mal, dass ich das quasi mit dem Inlay zusammen mache. So, Leute, ich habe hier mal den Spielaufbau für euch gemacht. Ich habe es doch mal alles ganz kurz aufgebaut. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil ich mich mit der Sortierung von meinem Inlay noch nicht so auskannte. Aber jetzt haben wir hier alles am Start. Ich habe tatsächlich jetzt alles reingenommen, was die ganze Erweiterungen auch betrifft. Und werde euch einmal kurz das Grundspiel zeigen und die Erweiterungsmodule dann im gleichen Schritt auch noch erklären, die ihr reinnehmen könnt, aber auch nicht reinnehmen müsst. Wir schauen uns einmal ganz kurz das Board an. Ich habe einfach jetzt für zwei Spieler das ganze Ding mal aufgebaut. Ich habe hier einmal die Menschen genommen und ich habe hier einmal die Orks genommen. Dann nimmt man sich einmal hier diesen kleinen Stapel mit Karten. Das sind ja, Teamverbesserungen. Da haben wir einmal die hier von den Orks und dann haben wir hier einmal die von den Menschen. Jeder bekommt hier noch drei so Token, weil es nämlich so ist, in jeder Liga spielen drei verschiedene Teams. In der OWA spielen zum Beispiel Menschen, Zwerge und Nachtelfen. Bei der OSS sind es Vampire, Untote und Dunkelelfen. Bei der PGG sind es Dunkelzwerge, Nurgles und Goblins, glaube ich. Und bei der CBC sind, oh Mensch, was für eine Aufgabe, sind es Orks, Skaven und Chaos. Genau, insgesamt haben wir 12 verschiedene Fraktionen. Dann sehen wir auch schon gleich, jeder hat sein Startdeck. Das besteht hier einfach aus 12 Karten. Die nimmt er sich auch noch. Wir bestimmen einen beliebig einen Startspieler und dann kann es quasi fast losgehen. Der Spieleraufbau ist damit nämlich schon fertig. So, in der Mitte ist einmal der Highlight-Stapel, der ist wichtig. Wir sehen nämlich hier in der Mitte, da legt ihr quasi eure Highlights aus. Das sind die Spiele in der Woche, die ja gespielt wird. Wie viele Wochen spielen wir? Wir spielen insgesamt 5 Wochen. Und das ist hier einmal der Spike Magazine-Stapel wichtig. Ganz unten kommt immer der Blood Bowl hin. Das Spiel endet quasi mit dem großen Finale, dass wir quasi den Blood Bowl zocken. Das heißt, ich lege den Blood Bowl verdeckt hier hin. Und dann gibt es noch weitere Karten. Es gibt diese Spike Magazine Karten. Da mischen wir einfach, ziehen random 2 raus. Dann gibt es nochmal Spike Magazine Karten. Da sind auf der anderen Seite noch verschiedene Cups drauf. Da mischen wir auch und nehmen einfach auch 2 Stück. Dann werden diese 4 zusammengemischt und oben auf den Blood Bowl gelegt. So, jetzt haben wir 5 Spielrunden, an denen wir spielen. An denen wir spielen und immer diese Spiele. Das nennen sich Spielwochen. Gut. Hier auf der Seite wird für jedes Team einmal ein Nachziehstapel mit besseren Spielern ausgelegt. Das sind sogenannte Profispieler, Premiumspieler, wie auch immer. Jetzt braucht man nicht jeden Stapel, sondern nur den Stapel von den jeweiligen Ligen, die mitspielen. Jetzt haben wir einmal die CVC und die OWA, die mitspielen. Das heißt, der OSS-Stapel, den brauchen wir gar nicht, der kann weg. Der PGG-Stapel kann auch weg. Dann sind wir fast komplett vorbereitet. Wir haben hier hinten einmal die Personalverbesserung auf einem Stapel liegen. Dann haben wir hier die Betrugsmarker. Die sind immer doppelseitig. Die müssen wir alle so verdecken und dann einmal wild im Memory-System quasi mischen, dass die Totenköpfe alle oben liegen. Hier liegen die Bälle. Optional kann man die Zauberbälle auch nehmen, deswegen habe ich die mal hier hingelegt. Und es gibt die Vertragsmarker, die sind auch in der Sudden Death-Erweiterung drin. Außerdem gibt es hier noch den bestechlichen Schiedsrichter, den habe ich auch noch mal einmal genommen. Und es gibt, habt ihr ja eben schon gesehen, die Stadien.
Wie gesagt, ach, hier habe ich noch so erklärt, hier sind noch die Strafkarten drin. Kommt über die Foulspielerweiterung. Wenn ihr davon irgendwas nicht habt, ist es gar nicht so wichtig, dann spielt ihr einfach ohne. Das ist immer nur dazu ausgelegt, die Erweiterung. Es wird eigentlich nichts ausgetauscht, sondern es kommt immer nur was dazu. So, deswegen, ich werde es ganz normal erklären und dann den jeweiligen Steps werde ich dann ganz kurz sagen. Und jetzt könnte man hier optional auch das noch machen. So, wir beginnen damit, nachdem wir den Startspieler festgelegt haben, dass jeder sechs Karten zieht. Ich ziehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten bei den Menschen. Ich lege jetzt einfach mal kurz hier so offen ab. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten bei den Orks. Startspieler ist bei den Menschen, sagen wir einfach mal ganz kurz. Dann kann es losgehen und in jeder Woche, erst wird dir das jeweilige Spike Magazine Wochenprogramm aufgedeckt. Das gibt immer noch eine zusätzliche Regel, die man beachten muss. Ich lege die jetzt erstmal ganz kurz hier hin. Ritual der Bälle ist das. Ich erkläre aber erst das Spiel, dann gucken wir ganz kurz, was diese Karte hier macht. Lege ich jetzt einfach quasi hier rüber. Dann wird für jeden Spieler ein Highlight aufgedeckt. Wir haben zwei Spieler, das heißt, es werden zwei Highlights aufgedeckt. Zack, das erste ist jetzt quasi hier und das zweite machen wir einfach hier hin. So, gut. Ein Highlight ist immer in verschiedene Zonen aufgeteilt. Es gibt immer die mittlere Zone, dann gibt es hier die rechte und die linke Zone. Und ein Team kann sich auf dieser Zone aufstellen oder auf der anderen. Dann ist die Belohnung gewiss für das Team. Das ist quasi wie so eine Aufstellungsprämie in der Ergebnisphase später. Und das Siegerteam bekommt dann die Belohnung in der Mitte. Wenn es hier quasi so ein Schrägstrich ist, dann bekommt man entweder das oder das, was hier drauf steht. So. Dann geht's los mit dem Startspieler. Das waren ja jetzt die Menschen. Versuchen wir jetzt hier ein Team zu dominieren. Dazu müssen wir uns einmal ganz kurz angucken, wie die Karten aufgebaut sind. Ihr seht oben immer einen Stärkebonus. Was weiß ich, der hat eine Stärke von 2, der hat eine Stärke von 3, der hat eine Stärke von 1. Und wenn die Karten hier liegen und dann umgeworfen werden, haben die auch noch hier nochmal einen Stärkebonus. Das wäre jetzt in dem Fall von 0, 0, 1. Die Summe von allen Spielern in einem Spiel auf einer Seite wird nachher am Ende des Spiels in der Ergebnisphase mit der Summe des anderen verglichen und dann gewinnt man dann entsprechend. Das heißt, hätte ich jetzt hier 5 drin liegen und er hätte hier nur 3 drin liegen, dann wäre es 5 gegen 3, dann hätte ich quasi das Spiel gewonnen, würde hier 2 Siegpunkte, also Fans bekommen, hier nochmal 2 Fans bekommen und eine Teamverbesserung. Nur so Verständnis, wie das ganze Ding quasi abläuft. So, ich nehme die Sachen jetzt einmal ganz kurz hier runter, damit wir ein bisschen Platz haben. Ich würde jetzt anfangen und sage, boah, ich bin super heiß auf das hier und lege hier einen Typen rein. Der hat jetzt eine Stärke von 1, spielt auf der Seite. Sollte ich am Ende des Spiels hier noch drinnen sein, kriege ich auf jeden Fall schon mal zwei Fans. Dann ist der Ork-Spieler dran und sagt, boah, ich gehe in dieses Spiel hier rein. Er könnte jetzt aber auch sagen, pass auf, ich stelle mich auf diese Seite oder auf diese Seite. Man darf sich das beliebig aussuchen. In jedem Spiel, in jedem Highlight dürfen nur zwei Teams drin sein. Jetzt ist der Mensch wieder dran und der Mensch dürfte sagen, okay, ich lege mich jetzt hier rein oder hier rein oder ich lege einfach noch einen Spieler quasi hier rein und hätte eine Gesamtstärke von 2 gegen 3. Und das wird 6 Runden lang gemacht, bis man keine Karten mehr auf der Hand hat. Und dann wird jedes Spiel einzeln ausgewertet und man bekommt die Belohnungen und dann geht es in die nächste Woche und so weiter. Das ist der allgemeine Ablauf. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Manche der Spieler haben hier nämlich noch zusätzliche Boni drauf. Und zwar gibt es Fähigkeiten, die hier drauf sind und es gibt Eigenschaften, die man anwenden kann. Fähigkeiten stehen immer hier drauf und wenn man einen Spieler einsetzt, dann ist diese Fähigkeit aktiv, solange der Spieler steht. So. Der hätte zum Beispiel unterstützen. Nach einem erfolgreichen Tackling gegen einen deiner Spieler kannst du das Würfelergebnis auf diesen Spieler anwenden, statt auf den getackelten. Den kann man quasi als Kanonenfutter immer dazwischen werfen. Und wenn der dann fällt der quasi um, liegt noch im Spiel drin, hat eine Stärke von 0. Solange wir auch ein liegender Spieler reicht schon im Spiel, um diese Belohnung abzugrabbeln. So, jetzt gucken wir es mal ganz kurz an, was die Eigenschaften bedeutet. Die sind nämlich auf jeden Fall ganz spannend und deswegen habe ich mir eigentlich die Menschen auch rausgesucht, weil die haben von allem etwas hier drin. Wir haben noch was vergessen. Auf jedes Highlight wird am Anfang ein Ball draufgelegt. Der Ball hat eine Spielstärke von 2, welches
Team am Ende in der Ergebnisphase den Ball hat, kriegt diese Stärke von 2 dazu. Während des Spiels selber wird die nicht mitgerechnet, sondern tatsächlich nur im Endeffekt bei der Summe. Und bei einem Unentschieden gewinnt das ballführende Team. Ist dann immer noch ein Unentschieden, würde tatsächlich jeder nur seinen Bonus an der Seite bekommen, in der Mitte das überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe die Menschen genommen, weil die jedes Symbol einmal drauf haben. Und zwar fangen wir mit dem hier einmal an. Da ist der Ball drauf. Seht ihr hier? Da ist der Ball drauf. Und sobald ich einen Spieler mit Ball reinlege, zieht der quasi den Ball auf sich. Das heißt, er hat eine Stärke von 2 und hätte jetzt quasi den Ball hier am Start. So, der hat jetzt die besondere Fähigkeit, Abspiel, wenn dieser Spieler den Ball bekommen oder fallen lassen würde, darf ich den Ball auch einem Mitspieler im selben Wettkampf geben. Das heißt, ich hätte den Ball jetzt auch auf ihn abspielen können oder wie auch immer. Wann lasse ich den Ball fallen? Und zwar immer, wenn ich getackelt werde, dann lasse ich den Ball fallen, dann fällt er quasi wieder zurück in die Mitte. Das heißt, wenn ein Spieler den Ball trägt, ist natürlich immer, wie es beim Football so ist, prädestiniertes Angriffsziel, um den wegzuschroten, weil dann eben auch diese 2 Stärkepunkte am Ende der Endwertung verloren gehen. So, das ist einmal das Ballspielsymbol. Dann gibt es das Tackling-Symbol, was wir hier eben auf dem Org auch schon gesehen haben. Ich lege den Org jetzt einmal ganz kurz hier rein, um das mal zu verdeutlichen. Das ist der Menschenblitzer, der hat ein Tackle-Symbol. Dieser Spieler erhält das Ball-Symbol, wenn er erfolgreich einen Gegenspieler tackelt. Das heißt, schrubbe ich einen um, kriege ich ein Ball-Symbol und darf mir quasi den Ball noch ziehen. Wenn ich jetzt einen mit Ball reinspiele und hier hinten liegt der Ball auf dem anderen Spieler, dann ziehe ich den Ball nur in die Mitte. Man zieht den quasi immer nur einen Step. Hätte ich 2 Ball-Symbole, dürfte ich direkt zip, zip mir so den Ball ziehen. Nur das mal zum Verständnis. So. Tackeln mache ich mit Würfeln. Und zwar suche ich mir dann immer einen Gegenspieler aus, den ich jetzt quasi angreifen und umtackeln möchte. Und das mache ich mit Würfeln. Und dazu gucke ich mir einfach meine Stärke an und vergleiche die mit dem anderen Spieler. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder unsere Spieler sind drei gleich stark. Der ist 3, der ist 3. Das heißt, ich habe einen Würfel, den würfel ich. Jetzt gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich faile, das heißt, ich stürze selber hin, habe Pech gehabt. Bisschen blöd gelaufen für mich. Dann gibt es die Möglichkeit, dass gar nichts passiert auf dem Ball und auf dem Würfel. Und es gibt das Tackle-Symbol. Sobald ich das Tackle-Symbol habe, dann wird der andere erfolgreich umgeworfen und lässt quasi den Ball fallen, wenn er den Ball denn trägt. Soweit, so gut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der andere Spieler vielleicht stärker ist. Der hat jetzt eine 4, der Troll, und ich möchte den gerne tackeln. Dann würfel ich 2 Würfel. Und mein Gegenspieler darf sich das Ergebnis aussuchen. Natürlich würde der Orc-Spieler jetzt sagen, ja, ich nehme das hier, und dann passiert letztlich überhaupt gar nichts. Das heißt, wenn man den dann erfolgreich wegzuschrubben, müsste man schon einen Doppelhit würfeln, damit er auf jeden Fall umfällt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der andere Spieler schwächer ist. Ihr könnt es euch schon denken. Ich möchte jetzt den jetzt tackeln. Er ist schwächer als ich, habe nur 2, ich habe 3, würfel ich beide Würfel und darf mir selber das Ergebnis aussuchen. Habe natürlich jetzt in dem Fall wieder nichts gebracht, mein Würfelglück. Hätte ich jetzt aber so gewürfelt, hätte ich ihn auf jeden Fall umschrubben dürfen. Und auch da hätte er den Ball abgeben müssen. Allerdings hier nicht. Ballgefühl, wenn dieser Spieler den Ball hat und zu Boden geht, lässt er den Ball nicht fallen. Das heißt, wenn ich ihn umhau, dann hat den Ball immer noch. Ich müsste den entweder ziehen mit einem Ballsymbol oder ich kann auch liegende Spieler nochmal tackeln, wenn das erfolgreich ist. Dann werden die verletzt, dann gehen die auf den Ablagestapel und dann liegt der Ball auch wieder in der Mitte. So kann ich Leute auch komplett rausstampfen. Dann gibt es hier einmal diesen Totenkopf, den haben wir hier vorne schon gesehen, mit den Betrugsmarkern. Lege ich hier einen Spieler rein, dann muss ich einen Betrugsmarker drauflegen. Alle Symbole sind optional, außer Betrugsmarker, die muss ich auf jeden Fall reinlegen. Das heißt, der hätte den jetzt hier am Start. Die Betrugsmarker könnt ihr so vorstellen: der miese Troll kommt aufs Spielfeld und Schiri guckt weg und ich hantiere direkt rum und mache irgendwas Mieses, dann kommt so ein Betrugsmarker rein. Natürlich sind die Leute sehr sensationsgeil und finden eigentlich Cheaten irgendwie richtig geil. Und eigentlich gibt es deswegen immer eine Belohnung. Und dann wird immer nach einer Ergebnisphase am Ende geguckt, was ist hier drunter. Hier werden zwei zusätzliche Stärkepunkte drunter. Es können aber auch Fans drin sein. Oder wir hatten eben irgendwo mal gesehen, hier die Pfeife. Wenn die Pfeife drunter ist, wenn die aufgedeckt wird, dann wird der Spieler vom Schiri erwischt und wird vom Platz geschickt und erzählt dann nicht mit in die Endwertung rein. Sehen wir gleich. Ich lasse den einfach erstmal hier drauf liegen. Dann gibt es noch ein Symbol. Dafür hatte ich auch die Menschen genommen, um das mal zu gucken. Dieses Symbol hier. Da ist quasi der Pfeil hier drauf zu sehen. Das bedeutet, immer wenn ich einen Spieler ausspiele, der so einen Pfeil hat,
ziehe ich eine Karte von meinem Deck zusätzlich noch auf die Hand und lege dann eine Karte ab. Das ist ganz gut, das ist sowas wie Beweglichkeit, da komme ich ganz gut schnell durch mein Deck durch. Wenn ich später stärkere Karten drin habe, kann ich so die billigeren Karten mir quasi weggrinden von meinem Stapel, um schneller an meine Starspieler zu kommen. Das sind eigentlich fast alle Symbole. Es gibt noch geringfügig andere Symbole. Ich kann mal kurz gucken, ob hier einer dabei ist. Grundsätzlich, es gibt auch manchmal, hier sind zum Beispiel zwei, der Pestatem. Es gibt Eigenschaften, hier seht ihr, das ist ein bisschen schwer zu erkennen natürlich mit der Farbe, hier sind so gekreuzte Knochen drauf. Manche haben dann so eine Fähigkeit, wenn du die umschrubbst, dann werden die hingelegt und lösen dann hier ihre Sachen aus. Da können verschiedene Sachen sein. Der Fungus Warnwitzer bekommt zum Beispiel dann Betrugsmarker draufgelegt. Aber hier haben wir einmal dieses Regenerationssymbol. Und diese untoten Rassen, die können versuchen, sich zu regenerieren. Jedes Mal, wenn einer umgeworfen wird und hat dann dieses Symbol hier draufstehen, würfel ich beide Würfel. Und wenn ich mindestens ein X habe, dann steht der Spieler einfach wieder auf. Deswegen Skelette, Untote, Vampire und so, die sind immer verhältnismäßig schwierig wegzumachen. So, und dann gibt es ja noch einmal die Schummel-Erweiterung. Die gibt es einmal hier auf dem Ding drauf. Was kann die nochmal? Weiß ich nicht. Aus der neuen Erweiterung habe ich mir noch nicht reingepfiffen. Gucke ich mal ganz kurz nach für euch. Faulen ist das genau. Ach so, genau. Wenn ich einen anderen Manager oder ein Spieler eines anderen Managers faule, darf ich bei dem aus dem Stapel aus der Hand eine Karte ziehen und dann darf ich überlegen, okay, er darf sie behalten oder er muss sie abwerfen und eine neue ziehen. Das ist faulen. Damit habt ihr alle Symbole gesehen, die für euch wichtig wären, um das Spiel zu spielen. So. Das haben wir jetzt quasi alles gemacht. Jeder hat seine sechs Typen gelegt. Dann werden diese Marker hier einmal aufgedeckt. Dann wird die Spielstärke verglichen. Und dann bekommt jeder seine Belohnung. Ganz kurz, was gibt es überhaupt für Belohnung? Da ist diese Karte hier prädestiniert, weil hier sind alle Belohnungen drauf, die es gibt. Es gibt hier einmal Fans, ist klar. Dann stellt ihr auf eurem Rädchen einfach hier einen Fan ein, wenn ihr das quasi bekommen habt. Dann gibt es hier diese Vertragsmarker. Auf den Vertragsmarkern sind auf der Rückseite auch Siegpunkte drauf, die bleiben aber bis zum Schluss verdeckt. Also das heißt, man weiß nicht, wie viele man hat. Die zählt man ganz am Ende des Spiels, dreht man die Dinger um und kriegt dann zusätzlich einfach noch weitere Fans. Dann haben wir hier einmal die Personalverbesserungen. Das sind quasi diese Karten hier hinten. Da gibt es viele verschiedene Sachen, die irgendwas können. Das sind, wenn ihr die bekommen habt, sind das so Karten, die legt ihr einfach vor euch aus und die kann man dann tappen, um noch einem Spieler ein Tackle-Symbol zu geben oder irgendwas in der Richtung zu machen oder extra Siegpunkte. Die sind auf jeden Fall für die Taktik wirklich, wirklich richtig gut. Und dann gibt es noch das ist dieses Symbol hier, das ist der persönliche Stapel, den jeder am Anfang bekommen hat. Dann zieht ihr davon eine Karte und die habt ihr dann am Start. Die Fans lieben uns. Zum Beispiel hier in der Ergebnisphase erschöpfe diese Karte, das heißt tappen, ne? Im Schritt Sieger ermitteln, um einen Wettkampf zu gewinnen, bei dem Gleichstand herrscht. Du musst mindestens einen Spieler in diesem Wettkampf haben. Wer den Ball hat, ist egal. Also auch schon coole Sachen. Während das für dieser Stapel hinten für alle ist, mit den Personalverbesserungen, hat hier jeder seine eigenen stimmigen, individuellen, coolen Teile am Start. So, das hier sind Starspieler. Da habt ihr hier diese Stapel auf der anderen Seite ja schon gesehen. Und zwar ist es so, immer wenn mehrere Symbole drauf sind, außer bei Siegpunkten, ist es so, zieht ihr die entsprechende Anzahl und behaltet einen davon. Das heißt, hier hätte ich jetzt zwei Starspieler gezogen, ziehe ich zwei von meiner Liga, schaue mir die an und seht schon halt eben, hier sind dann mehrere Symbole drauf und so weiter und so fort. Dann darf ich davon einen halten, wenn ich das, also muss ich sogar einen behalten. Jetzt habe ich im glücklichen Fall direkt schon zwei verschiedene gezogen. Es gibt nämlich einmal die Grauen, es gibt Söldner und hier hätten wir jetzt Dornenmähne, das ist quasi eine Elf, das erkennt ihr an den Symbolen hier unten. Das ist auch wichtig. Jetzt erklärt sich auch, wofür ihr diese drei Token hier braucht. Wenn ihr später einen Spieler einsetzt, der zwar aus eurer Liga, aber nicht aus eurem Menschenteam ist, dann legt ihr einfach so einen Marker drauf, damit die anderen Mitspieler wissen, der gehört zu euch. Die Söldner sind auch ganz geil. Die haben auch meistens coole Fähigkeiten und wenn ihr die reinpackst, haben die noch den Bonus, dass du
eine beliebige Karte aus deinem Deck oder aus deinem Ablagestapel rausschmeißen kannst. So kannst du dann mit diesen Söldnern dein Deck kleiner halten, sodass du auch wieder schneller an deine starken Spieler kommst. Außerdem, immer wenn man einen neuen Spieler bekommt, wird der auf den Ablagestapel gelegt. Und wenn man einen Söldner bekommt, darf man direkt seine ganzen Karten zusammen mit seinem Deck dann wieder mischen fürs nächste Spiel sozusagen. So, nachdem das alles gemacht worden ist, werden die Highlights abgeräumt, die Bälle werden wieder weggelegt, jeder hat sein Zeug am Start, alles wird abgelegt, die nächste Woche wird aufgedeckt und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Ganz kurz, wo wir gerade dabei waren, es gibt, wo ich sagte, ich wollte zwischendurch auch mal ein paar andere Sachen erklären. Ich lege jetzt mal kurz die hier wieder zur Seite. Den lege ich auch hier einmal kurz drauf. Wir haben hier einmal noch die Bälle liegen, die Zauberbälle. Mit den Zauberbällen ist es so, die könnt ihr statt der normalen Bälle benutzen. Da ist auf der Rückseite irgendwas Spannendes immer drauf. Und zwar am Ende beim Spielauswerten, wenn die Betrugsmarker umgedeckt werden, wird auch der Ball umgedeckt. Ist gar nicht wahr, ich laber Scheiße. Die werden zufällig hier draufgelegt und werden offen da draufgelegt. Und dann ist jedes Mal, wenn man quasi den Ball bekommt, kriegt man sofort die Fähigkeit, die da drauf ist. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Hier haben wir diesen Pfeil drauf, dass man eine Karte ziehen dürfte, eine ablegen müsste. Hier ist eine extra Stärke am Ende des Spiels drauf und so weiter und so fort. Das sind die Zauberbälle, muss man nicht mitspielen. Wir spielen meistens mit den regulären Bällen. Kann man aber sicher auch machen. Müssen wir auf jeden Fall auch mal austesten. So, dann gibt es noch Strafkarten, da ist manchmal dieses Knüppelsymbol drauf, da gibt es Highlights, da kriegt man die, da zieht man am Ende halt eben entsprechend ein so eine Karte und muss sie aussuchen und dann das ausführen, was da drauf steht. Hier ist die Rationalisierung, wenn du das nächste Mal mindestens eine Personalverbesserung ziehen würdest, ziehst du eine weniger und wirfst dann diese Strafkarte ab und so sind da so miese Sachen hier einfach in der ganzen Geschichte drin. Wir können die Stadien eins einmal noch ganz kurz angucken. Wo hat es jetzt hingelegt? Wenn man mit den Stadien spielt, dann zieht man, bevor man die Highlights aufdeckt, einfach immer noch ein Stadion und legt das hier mit drauf. Das gibt dann einfach immer noch mal so einen kleinen Extra-Bonus, den man hier am Start hat. Und hier oben gibt es irgendwelche Einschränkungen. Hier dürfen zum Beispiel maximal zwei Spieler reingelegt werden. Hier darf kein Spieler reingelegt werden, der foult. Hier darf kein Spieler reingelegt werden, der tackelt. Und hier keiner, der regeneriert und hier darf keiner, der den Ball zieht rein und so weiter und so fort. Einigermaßen unnötig, wie ich finde, braucht man auf jeden Fall nicht. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Kein Grund, sich extra für diese Dinger die Foulspielerweiterung für 1000 Euro gefühlt zu kaufen. Dann hatten wir eben noch Ritual der Bälle. Dieses Spike Magazine Extra Regel für diese Runde, das wäre jetzt gewesen. Legt je einen zusätzlichen Ball auf die ersten zwei Highlights. In die ersten drei im Spiel, wenn ihr mit Zauberbällen spielt, wenn eine Fähigkeit mit zwei Bällen eine Fähigkeit oder Eigenschaft Einfluss auf den Ball hat, muss der Manager sich für einen Ball entscheiden. Wenn bei Gleichstand in Spielstärke jedes Team einen Ball hat, geht der Wettkampf unentschieden aus. Ne? Soweit, sofort, also zwei Bälle mit im Spiel. So, dann haben wir unsere sechs Karten verbraucht. Alles liegt auf dem Ablagestapel. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jeder hat seine Belohnung bekommen. Ihr habt das ganze Ding verstanden. Ablagestapel. So, dann geht es in die nächste Woche. Und dann gibt es jetzt noch eine Sache. Es gibt noch Turniere. Das wäre jetzt hier der Goblin-Stammesliga und in ein Team. Das ist quasi auch wie ein Highlight. Das wird ausgelegt. Da kommt ein Ball drauf. Und in diese Pokalspiele dürfen alle ihre Spieler reinlegen. Das heißt, es können bei vier Spielern vier Leute hier reingehen und jeder kann jeden irgendwie wegfetzen. Per se auch eigentlich ziemlich geil, oder? Dann gibt es hier noch den Schiri. Der ist auch ein optionales Modul, der startet in irgendeinem Spiel drin. Und wenn ich einen Spieler da reinsetze, zum Beispiel den hier mit Stärke 2, dann wandert der 2, angenommen, ich lege jetzt hier liegen noch ein paar Highlights, dann wandert er 1, 2 quasi hier weiter. Und jedes Mal, wenn ich einen Spieler einsetze, wo der Schiri gewesen ist, kommt ein offener Betrugsmarker hier drauf. Das heißt, ich hätte jetzt eine Stärke quasi von 4 und bekomme eine Strafe, wenn am Ende der Ergebnisphase der Typ in meinem Spiel steht und man keinen offenen Marker hat. Das heißt, dann wird quasi gegen dich entschieden, weil du den Schiri auf deiner Seite hattest. Ich glaube, ich habe überhaupt gar nichts vergessen. Wir müssten eigentlich alles drin gehabt haben. Der ganze Reiz entsteht halt eben dadurch, dass man
reingeht, sich wegfetzt, gucken, das Spiel ist verloren, da kann ich noch was reißen. Dieses Gamble mit diesen, mit den Betrugsmarkern. Das Coole ist einfach, jedes Team spielt sich komplett anders. Ähnlich, aber anders. Die Menschen zum Beispiel haben erstmal sehr ausgewogene Stärke und sind, wenn sie auf dem Boden liegen, verhältnismäßig schwach, haben sie alle nur eine Stärke von 0 bis 1, haben aber gute Ballspielfähigkeiten, den Ball halten, den Ball abspielen und so weiter, wenn sie den Ball fallen lassen würde. Also die sind sehr auf Ballkontrolle zum Beispiel ausgelegt. Die Orks sind verhältnismäßig stark und aggressiv, die haben viele Tackle-Symbole drauf, aber auch viele Betrugsmarker. Da ist natürlich die Chance hoch, dass man hier mal eine Strafe kriegt oder dass in der Endauswertung die Pfeife gezogen wird und der Spieler vom Spielfeld geschickt wird. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ist ein bisschen was mit Glück. Bei den Skaven und bei den Waldelfen ist es so, die sind natürlich sehr wendig und können schnell mit diesen Pfeilen durch den Stapel durchgrinden. Die Vampire sind zum Beispiel sehr ja, abwechslungsreich. Die haben so eine Fähigkeit, dass sie sich selber noch verstärken, indem die bei dem anderen irgendwie noch Blut saugen. Und die Dunkelelfen haben halt viele verschiedene Symbole drauf, wo man sich aber immer entscheiden muss, was man nehmen möchte. Also die sind verhältnismäßig flexibel. Die Untoten haben ganz viel Regeneration drauf. Bei den Nurgles, die vergiften quasi das Spielfeld. Und wenn da einer einsetzt, der kriegt direkt so einen Schwäche-Pestilenzmarker drauf und so Sachen. Also schon alles sehr, 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 sehr thematisch und auf jeden Fall sicher ein Spiel, was ewig in meiner Sammlung bleiben wird. Und ich freue mich jetzt schon, jetzt sitze ich alleine hier und hätte direkt Bock, das ganze Ding auf jeden Fall wieder zu zocken. Ich sage es euch aber direkt, wenn ihr das Spiel irgendwo bekommt zum guten Kurs, dann solltet ihr euch kaufen. Die Foulspielerweiterung müsst ihr wissen, ob ihr sie braucht. Ich war mir auf jeden Fall zu geizig, mir die zu holen. Und habe immer nur mit der Sudden Death Erweiterung gespielt. Das hat für mich auf jeden Fall auch genügt. Allerdings, wenn ihr auch kein Inlay habt, ist es richtig viel Sortiererei mit den Karten und so weiter. Da würde ich euch schon empfehlen, da mal die 17 Euro in die Hand zu nehmen, da noch ein bisschen was reinzubauen. Und ja, wenn ihr es häufig spielt, lohnt es natürlich auch hier so eine coole Matte. Sieht irgendwie dann einfach noch ganz geil aus. Ja, große Freude, Blood Bowl Team Manager. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet jetzt vielleicht den ganzen Dingen so ein bisschen was abgewinnen und macht euch vielleicht jetzt selber auf die Suche. Wenn, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Allerbesten Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.